Wir gratulieren Ihnen zum Kauf einer Moser Tierschermaschine und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät. Ganz sicher bereiten Sie Ihrem Hund und sich selbst die allergrößte Freude, wenn Sie Ihren Liebling scheren und schneiden. Um Ihnen den Einstieg in den Gebrauch einer Moser Tierschermaschine zu erleichtern, zeigen wir Ihnen hier, wie es geht. Doch bevor wir damit beginnen, hier noch einige Tipps. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung. Tauchen Sie die Tierschermaschine niemals in Wasser. Benutzen Sie Ihre Tierschermaschine nie in der Badewanne, der Dusche und nicht über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken. Halten Sie immer einen Mindestabstand von 1 Meter ein. Bei defektem Gerät oder Zuleitung ziehen Sie sofort den Netzstecker. Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit der Schermaschine zu spielen. So, nun kann es losgehen. Ihre Moser Tierschermaschine ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Mit der Schnittlängenverstellung können Sie den Schneidsatz so variieren, dass Sie eine Schnittlänge von 0,1 bis 3 mm erzielen können. Für den Fall, dass das Haar länger als 3 mm bleiben soll, verwenden Sie die Ihrer Moser Tierschermaschine beigefügten Aufsteckkämme. So können Sie beliebige Schnittlängen erreichen. Einfach auf den Schneidsatz aufstecken und fertig. Besitzen Sie eine Moser Schermaschine mit wechselbarem Schneidsatz, so variieren Sie die Schnittlängen durch den Einsatz verschiedener Schneidsätze. Einfach den Schneidsatz bei laufender Maschine aufstecken und einklappen. Jetzt können wir mit dem Scheren beginnen. Zuerst das Vorgesicht und der Hals, wie hier beim Pudel. Hier stellen wir die Schnittlängenverstellung auf 2 bis 3 mm ein, wobei das Haar gegen den Wuchs geschoren kürzer wird, als wenn Sie mit dem Strich arbeiten. Der Bauch sollte ebenfalls mit 3 mm ausgesäubert werden, was vor allen Dingen beim Rüden ganz wichtig ist. Die Pfoten werden mit der Einstellung 1 mm von der Oberseite und zwischen den Ballen ausgeschoren. Hals und Rumpf sollten Sie mit einem Aufsteckkamm für 5 bis 9 mm scheren. Die Analregion und den Rutenansatz scheren Sie mit 3 mm. So wie hier beim Terrier können Sie bei allen langhaarigen Hunden so scheren, wie es Ihnen am besten gefällt. Um ein einheitliches Bild zu erzielen, sollten Sie darauf achten, immer in einer Richtung zu scheren. Wenn Sie wie hier den Aufsteckkamm 7 bis 9 mm benutzen, wirkt das Haar wie handgetrimmt. Während des Scherens immer wieder das Haar kämmen und bürsten. Wenn Sie Besitzer eines langhaarigen, pflegeintensiven Hundes sind, empfehlen wir Ihnen zur Erleichterung der Fellpflege den elektrischen Fellentwirrkamm Moser Happy Pet. Happy Pet wirbelt mit seinen schnell drehenden Zinken das Haar Ihres Lieblings auf und entwirrt so selbst stark verfilztes Fell ohne Mühe und vor allem ohne Schmerzen für Ihren Hund. Moser Happy Pet ist im guten Fachhandel erhältlich. Damit Sie lange Freude an Ihrer Moser Tierschermaschine haben, sollten Sie den Schneidsatz nach jeder Benutzung von Haarresten befreien und das Gerät mit einem weichen, jedoch nicht feuchten Tuch reinigen. Vergessen Sie nicht, den Schneidsatz gelegentlich zu ölen. Einige Tropfen aus dem beigefügten Ölfläschchen genügen. Die Schneidkraft Ihrer Moser Tierschermaschine wird es Ihnen danken. Für weitere Fragen und Informationen steht Ihnen das Moser-Team gerne zur Verfügung. Wählen Sie zum günstigen Regionaltarif. Hier geben wir Ihnen noch einen kleinen Überblick über das Moser-Tierpflegeprogramm. So finden Sie bei uns Tierschermaschinen für jeden Einsatz.
Unsere Geräte werden weltweit erfolgreich eingesetzt, ob in Hundesalons, bei Züchtern und Tierärzten oder bei zufriedenen Hundefreunden zu Hause.